So, wir von MANU sind heute bei Spielwaren Werst in Oggersheim, dem renommierten Spielwarenhaus in der Metropolregion. Und jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Wie läuft das Weihnachtsgeschäft bisher? Das Weihnachtsgeschäft läuft sehr gut. Wir haben jede Menge Arbeit, könnte man sagen. Natürlich hier vor Ort in unserem Ladengeschäft und auch im Online-Versand, der ja stark zugenommen hat. Es ist noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Ja, und wenn ich jetzt so kurz vor knapp noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk bin, was würden Sie mir empfehlen? Im Modelleisenbahnbereich haben wir jetzt ganz neu unter der Händlervereinigung W13 diese Lokomotive rausgebracht. Also sie ist wirklich eigentlich das Nonplusultra, limitiert. Und von der Firma Märklin ein Sondermodell extra auflegen lassen. Also das ist eigentlich wirklich das ideale Weihnachtsgeschenk. Ja, was ist an der Lok so besonders? Fährt die auch in echt rum? Genau, das ist das Besondere an der Lok. Wir haben diese Lok unter der Händlervereinigung wirklich im Original so bedrucken lassen. Also in dieser Rheingold-Lackierung, auch mit dem schwarzen DB-Logo und dem W13-Zeichen, was man hier drauf sieht. Also die fährt im Original genau so rum. Und eigentlich wäre sie rot, oder? Richtig, also normalerweise ist die Ursprungslackierung rot und die Rheingold-Lackierung ist typisch blau-beige. Ja, und wenn ich jetzt nicht unbedingt Modelleisenbahn-Fan habe, ich denke, da finde ich auch genug anderes bei Ihnen. Was ist denn sonst noch das Highlight bei Ihnen in dem Jahr? Ja, also selbstverständlich haben wir natürlich auch noch alle anderen Firmen, auch jetzt im Spielbahnbereich drin. Playmobil Lego, da ist es eigentlich wieder Star Wars durch die Filme. Und wir haben auch noch von der Firma Siku zum Beispiel einen Bagger bekommen, einen voll funktionsfähigen elektronischen Bagger, der auch sehr, sehr beliebt ist bei den Kindern vor allem natürlich. Und auch noch ein Highlight, die Clubskis auch in Weihnachtsdekorationen. Der absolute Dauerbrenner, genau, bei den Kindern. Ich denke, da macht man den Kindern auch eine große Freude zu Weihnachten. Ja, Weihnachten, ein gutes Stichwort. Da wir uns auch so unmittelbar vor Heiligabend befinden, habt ihr bestimmt noch ein Grußwort zu Weihnachten für unsere Zuhörer in der Metropolregion? Ja, selbstverständlich. Wir wünschen allen Zuhörern und unseren Kunden ein frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.